Ja, vielen lieben Dank an das Singerteam für die tolle Vorbereitung und für dieses Lied, das ihr gerade eben uns zugesungen habt, das Lied, der Lobpreis der Maria. Wir alle bereiten uns genauso wie das Singerteam gerade eben auch für diesen Gottesdienst, den ich auch vorbereitet habe, zumindest auf Ereignisse vor. Sei es jetzt ein Kindergeburtstag, da gehen wir hin, backen einen Kuchen, kaufen Geschenke, wir laden Gäste ein, schmücken das Wohnzimmer oder das Zimmer und feiern diesen Geburtstag. In einer Woche, ist ja schon angeklungen, werden wir auch das Weihnachtsfest feiern und da sind sicherlich schon einige Vorbereitungen getroffen. Kinder können davon ausgehen, dass die Eltern sich zumindest vorbereitet haben mit ein paar Geschenken, oder? Die Erwartungshaltung ist da, genau. Also wir bereiten uns für Ereignisse vor, sei es in der Schule oder egal wie. Das prägt unseren Alltag. Im Grunde genommen könnte man sagen, unser Leben ist eine Art Vorbereitung ständig zu etwas. Wenn wir ein positives Ziel vor Augen haben, fällt uns diese Vorbereitung in der Regel relativ gut oder recht leicht. Aber was ist, wenn plötzlich ein Ereignis in unser Leben eintritt, mit dem wir nicht gerechnet haben? Was ist, wenn unerwartete Dinge auf einmal passieren, die so gar nicht in unser geplantes Leben hineinpassen? Wie gehen wir damit um? Zum Beispiel ein Unfall oder eine Krankheit oder Verlust eines geliebten Menschen oder Verlust des Jobs. Und die Frage ist, kann ich mich darauf vorbereiten? Kann ich mich auf diese unvorhergesehenen Dinge vorbereiten? Ja oder nein? Wenn so ein Ereignis in das Leben eines Menschen eintritt, so tritt so eine Art Kommunikationskurve ein. Ich hoffe, ihr könnt es hier sehen. Es kommt ein Ereignis und zunächst erstmal so eine Art Schockstarre. Da ist etwas. Überraschung, Überrumpelung. Und wir fragen uns, was ist denn das jetzt? Warum passiert mir das jetzt gerade eben? Das zweite ist Verleugnung. Da passiert auf einmal etwas und dann denke ich, oh nein, nee, das kann ich jetzt aber nicht, überhaupt nicht glauben. Das ist mir passiert. Kommt zu einer ungelegenen Zeit. Das kann nicht wahr sein. Die dritte Reaktion ist eine Frustration. Oh nein, schon wieder. Wut, Widerstand kommt einem hoch. Warum immer nur mir? Nein, nicht mit mir und so weiter. Ihr kennt sicherlich diese Art von Emotionen. Dann tritt so eine Art von Depression ein, wo Traurigkeit, Sorge eintritt. Warum und was jetzt? Wie schaffe ich das jetzt? Danach suchen wir nach einer Möglichkeit, da rauszukommen. Vielleicht könnte ich mal, das sind so die Fragen, man schaut nach vorne. Irgendwann mal akzeptiert man die Situation, man reflektiert das Ganze und gewinnt neues Vertrauen und dann integriert man. Integriert die Situation in das Leben und in der Regel gehen wir dann weiter ins Leben durch. Und das ist so eine Umfrage mal eines Arztes oder einem Psychologen gewesen, der einfach viele Menschen mal gefragt hatte, wie geht ihr mit solchen unvorhergesehenen Ereignissen vor? Und man hat einfach festgestellt, dass mehr oder weniger jeder diese sieben Phasen, der, man nennt es auch Trauerkurve, Unternehmenssprache heißt es Change Management, also es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten dafür, aber jedes Mal, wenn uns zumindest so ein Ereignis oder irgendetwas kommt, was wir nicht erwartet haben, erleben wir diese Art von Emotion bzw. Achterbahnkurve. Das kennen wir sicherlich. Und die Frage ist natürlich, wie gehen wir mit solchen Situationen um, die unvorhergesehen auf einmal in unser Leben hineintreten? Können wir uns darauf vorbereiten? Und das möchte ich heute in der Predigt mit euch beleuchten. Ich möchte genau diese Frage nachgehen anhand der Maria. Deshalb habe ich die Predigt überschrieben. Wie reagiere ich, wenn mich unvorhersehbare Situationen eintritt oder bin ich dann vorbereitet? Das ist die Frage. Kann ich mich darauf vorbereiten oder bin ich dann vorbereitet? Und das möchte ich anhand der Geschichte der
Maria einmal kurz beleuchten. Das Erste, was uns in dem Bibeltext berichtet, ist, dass Maria nachdenkt. Der Engel erscheint ihr, der Engel kommt zu ihr und was tut Maria? Sie denkt als Erstes nach, so heißt es dort. Dort heißt es, Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Das Wort überlegen hat hier die Bedeutung von intensiv nachdenken oder auch erwägen oder die Logik gebrauchen. Und Maria war hier also bemüht zu begreifen, nachdem der Engel in den Raum erschienen ist oder ihr erschienen ist, was bedeutet das hier? Was passiert denn hier mit mir? Wenn wir heute in den Bibeltext lesen, ich weiß nicht, wie es euch geht, so gehen wir einfach in der Regel davon aus, dass so diese Engelserscheinungen normal gewesen sind. Ja, man liest einfach darüber, wir haben es ja, weiß nicht, schon 20, 30 mal, 40 Mal den Text gelesen und wir lesen darüber hinweg, der Engel erscheint Maria und wir nehmen es einfach so mal an. Aber für Maria war es nicht einfach so. Für Maria war es dann wirklich ein Ereignis und dieses Ereignis führte zu einer Schockstarre in ihrem Leben. Engelserscheinungen waren damals genauso rar wie auch heute und nicht selbstverständlich. Und der Engel kommt zu ihr und spricht zu ihr, du Begnadete. Wir müssen wissen, dass Maria vermutlich circa 14 Jahre alt war. Das heißt, die war nicht älter als 14, maximal 15. Und eigentlich in einem sehr ärmlichen Verhältnis auch lebte. Doch hier sehen wir, so ist Gott. Gott lässt hier seine Gunst seiner Person zuteil werden, oder einer Person zuteil werden, die keinen Anspruch auf einen würdigen Status hat. Maria hatte keinen Anspruch, dass der Engel ihr überhaupt begegnet, dass Gott sie mit so einer Information oder mit so einer Aufgabe betraut. Und Maria, und deshalb wird sie auch hier als Begnadete angesprochen. Gott hat Maria aus der Position der Niedrigkeit hervorgehoben und sie erwähnt es in ihrem Lobpreis später, das wir vorhin auch gesungen hatten, um eine zentrale Rolle in der Geschichte Gottes zu spielen. Doch Gott hat Maria nicht nur aus Gnade erwählt, die Mutter des Sohnes Gottes zu sein, er bestätigt das noch. Der Engel sagt, der Herr ist mit dir. Und diese Grußformel wurde oft im Alten Testament gebraucht, wo Gott Menschen mit einer besonderen Aufgabe ausgestattet oder auserwählt hat. Und damit machte Gott immer den Menschen deutlich, mein Schutz steht über dir. Mein Schutz, Maria, steht über dir. Und das wollte er der Maria hier so mitgeben. Die Vorstellung, dass ein ewiger Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit gelebt, der keinen Anfang und kein Ende hat, von einer Frau geboren wird, passt eigentlich in keinen Menschenverstand hinein. Wir können das nicht begreifen. Der ewige, große Gott wird Mensch durch eine Jungfrau geboren. Und das ist überhaupt eigentlich nicht logisch. Doch interessant ist, dass Maria genau hier trotzdem ihre Logik gebraucht. Sie erwägt diese Information, was Gott ihr sagt und denkt darüber nach. Sie nimmt es nicht nur einfach so an, ach ja, Mann, ich nehme es mal an. Nein, sie erwägt es, sie denkt logisch darüber nach und reagiert. Wie wir es gleich sehen werden. Und das finde ich so bemerkenswert hier an der Maria. Mit 14 Jahren dieses so zu begreifen. Denk mal an die letzte Woche nach. Wo gab es Situationen, wo du dich mit einer unerwarteten Nachricht oder Situation konfrontiert gefühlt hast? Hast du auch so eine emotionale Kurve erleben müssen? Vielleicht hast du das Wort Gottes gelesen und Gott hat dich aufgefordert, etwas zu tun oder hat dir gesagt, du, da musst du dich an einem Punkt verändern. Wie hast du darauf reagiert? Wie war deine Reaktion darauf?
Wir finden eine zweite Reaktion hier bei der Maria. Und interessant ist, dass Maria hier an dieser Stelle darüber nachdenkt, aber dann auch offen zweifelt, beziehungsweise nachfragt. Und deshalb habe ich den zweiten Punkt überschrieben, Frage nach. Maria fragte hier nämlich dem Engel nach. Denn warum musste sie hier fragen? Das heißt es, Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Nun, der Engel hatte davor ihr gesagt, dass sie ein Kind geboren wird, wie das Kind heißen wird und so weiter. Und Maria fragt, wie soll ich ein Kind bekommen? Ich bin doch eine Jungfrau und sie macht hier im Grunde genommen einen Einwand. Wie kann ich ein Kind ohne Geschlechtsverkehr bekommen? Ich weiß noch von keinem Mann, sagt sie an dieser Stelle. Im Grunde genommen, was Maria hier tut, ist, ihre Zweifel zur Sprache zu bringen. Und sie bringt ihre Zweifel, ihre Unsicherheit ehrlich vor dem Engel dar. Es gibt zwei Arten von Zweifeln. Man kann über eine Nachricht oder eine Sache offen zweifeln oder eher ablehnend. Also offen, wie Maria jetzt hier das tat, oder ablehnend. Das erkläre ich gleich, was ich damit meine. Ein nicht echtes Zweifeln fragt in der Regel nicht nach, sondern stößt ab. So nach dem Motto, das ist doch nur Quatsch. Oder komm bloß mir damit nicht um die Ecke. Oder solche Sätze, ihr kennt es. Und diese Reaktion lässt in der Regel keine offenen Fragen zu, weil sie einfach die Information hört und sagt, nee, lass mich damit bloß in Ruhe. Das sehen wir zum Beispiel beim Thomas. Als Thomas erfahren hat, dass Jesus auferstanden ist, wie reagiert er auf diese, Er zweifelt auch. Wir kennen ihn als den zweifelnden Thomas. Aber wie reagiert er? Was er tut, er versucht das mit einem Beweis zu verknüpfen. Er fragt nicht offen nach, sondern sagt, also wenn er wirklich auferstanden ist, dann muss ich erstmal die Nägelmäle in den Händen sehen. Dann muss ich erstmal den mit der Hand anfassen, den Jesus. Sonst werde ich nicht glauben. Das ist eine Art von Zweifeln, die wir Menschen oft erleben. Also man tut die Nachricht ab und das ist auch eigentlich so die normale Reaktion eines Menschen, wenn uns so eine Nachricht einfach überkommt und wir es wirklich nicht wahrhaben wollen. Diese Art von Zweifeln fordern oft Beweise und erlauben keine andere Möglichkeit. Man ist in dem Weltbild, in dem man hat, einfach gefangen. Doch es gibt noch eine andere Art zu zweifeln, die wir hier bei Maria sehen. Es ist so eine Art zu zweifeln, die offen ist, offenherzig. Hier setzt man sich mit der Nachricht wirklich auseinander. Man bringt die Frage offen zur Sprache, die einen zweifeln lassen. Und damit öffnet man sich und zeigt, warum man zweifelt. Ehrliche Zweifel machen einen verwundbar. Das heißt, man macht sich verletzbar, weil die innere Haltung offen gelegt wird. Sie legen unser Denken und unsere Glaubenssätze offen. Und dadurch wird man, wie ich schon gesagt habe, verwundbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht in der Schule oder vielleicht im Geschäftsleben oder wie auch immer. Also Situationen, da erklärt irgendjemand etwas. Da sitzen 6, 7 Personen oder vielleicht eine ganze Klasse. Und 2, 3 verstehen und nicken, ja, ja, ich verstehe es. Und die anderen sitzen da und schauen so bedröppelt zu und denken, was erzählt er mir da, ich kapiere es nicht. Aber um sein Gesicht zu wahren, was tut man? Man fragt nicht nach. Ihr kennt die Situation, ich sehe schon an eurem Gesicht dann das. Also man kennt die Situation, weil man Angst hat, ja, nicht so gut dazustehen oder entblößt zu werden oder wie auch immer. Und es kann sein, wenn du offen deine Fragen und deine Zweifel zur Sprache bringst, dass du, wie gesagt, missverstanden wirst. Man hat Angst, missverstanden zu werden. Doch eins darfst du wissen, wenn du vor Jesus ganz ehrlich und offen bist, er wird dich nicht missverstehen. Er wird dich nicht missverstehen.
sondern Gott hat ganz, ganz andere Gedanken über dich. Und Gott liebt dich so sehr, dass er dich nicht missverstehen wird. Und solltest du mal in so eine Situation kommen, dass du offen zweifelst und eine ablehnende Reaktion oder eine belächelnde Situation erleben wirst, so stell dir einfach die Frage, und was denkt Gott über mich? Die anderen können eins über mich denken, aber was denkt Gott über mich? Du darfst in diesem Moment erleben, dass Gott über dich liebevoll denkt und deine Ehrlichkeit mehr schätzt als den Schauspiel, deine Zweifel nicht sichtbar werden zu lassen. Und das darfst du mitnehmen. Gott liebt deine Ehrlichkeit mehr als den Schauspiel, deine Zweifel nicht sichtbar zu machen. Frage offen nach, denk offen nach. Die Frage ist natürlich, worüber zweifelt Maria denn hier offen? Nun, wenn wir uns näher die Nachricht von dem Engel anschauen, und ihr seht jetzt hier den Text auch, so wird uns schnell klar, warum und worüber Maria zweifelte. Der Engel spricht davon, dass Gott selbst Mensch wird. Und vier Dinge, die hier Maria von dem Ungeborenen oder die wir von dem ungeborenen Kind hier erfahren. Zunächst einmal der Name des Kindes. Das Kind soll Jesus heißen. Was die Bedeutung hat, Gott rettet. Und hier wird schon klar, dass es sich bei diesem Kind nicht um irgendein Kind handeln will, sondern es ist das Kind, das die Juden damals erwartet haben, seit Jahrhunderten erwartet haben. Dann geht der Engel weiter. Das Kind ist zum Großen bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Das heißt, er ist selber Gottes Sohn, dieses Kind, das zu dir kommen wird. Und damit macht der Engel klar, dass Jesus eine einzigartige Aufgabe hier auf Erden hat. Jesus ist der Weg zum Heil, in dem er das Leben leben wird, das wir vor Gott eigentlich hätten leben sollen. Er ist das Kind, das sogar den Weg bis zum Kreuz auf sich nehmen wird und mich und für dich und für mich wegen der Sünde sterben wird. Er ist aber auch das Kind, das dann auferstehen wird und damit die Sünde und Schuld begleichen wird. Er ist der Höchste. Dann erfahren wir weiter, er ist der Thronfolger von David und damit ein König. Und die Juden haben genau das erwartet, weil sie wussten, Gott hat versprochen. Gott hat versprochen. Und wann wird dieses Kind kommen? Und Maria erfährt das hier. Das ist der Thronfolger David, das ist der erwartete Messias. Er wird für immer als König über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals ein Ende haben. Ist es nicht unglaublich, die Information, die Maria hier bekommt? Die Frage ist, wer von uns würde an dieser Botschaft zweifeln, wenn wir diese Botschaft bekommen würden? Wie würdest du auf diese Nachricht reagieren? Würdest du ehrlich zweifeln und würdest du die Botschaft einfach nur so abtun und deine Zweifel nicht zur Sprache bringen? Das Gute ist hier, wir sehen hier an Maria, dass sie hier die Zweifel nicht einfach so abtut, sondern ehrlich und offen zweifelt. Und das finde ich so genial hier. Hätte Maria ihre Zweifel nicht zur Sprache gebracht, dann hätten wir vielleicht nicht eins der großartigsten Sätze gehört, die hier noch zu wir hier lesen. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Der Engel sagt, sie fragt, wie soll das geschehen? Und der Engel sagt ihr, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und wie viel Trost ist in diesem Satz drin, ihr Lieben? Wie viel Trost, bei Gott ist nichts unmöglich. Das heißt, wenn du ehrlich und offen deine Zweifel zur Sprache bringst, dann darfst du wissen, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Und das erfährt Maria jetzt hier. Und der Engel macht Maria hier damit im Grunde genommen Folgendes deutlich. Maria, deine Zweifel sind berechtigt und aus deiner menschlichen Perspektive richtig. Gut, dass du hier ehrlich damit umgehst. Aber weißt du was? Deine Zweifel sind für Gott keine Grenzen. Denn was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Gott begrenzt sich nicht durch deine offenen Zweifel, sondern gebraucht deine Zweifel,
um seine Größe und Herrlichkeit den Menschen zu zeigen. Und das sagt Gott hier. Ist das nicht mutmachend? Wie gehst du mit deinen Zweifeln um, die du in deinem Leben hast? Jeder von uns Menschen wird früher oder später Zweifel haben. Sei es bei der Klassenarbeit, sei es irgendwann mal im Leben, wenn wir Führerschein bekommen, bei der Wahl der Partnerwahl oder wie auch immer. Das Leben besteht aus Zweifeln. Und wir werden immer Zweifel haben. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Zweifeln um? Gehen wir ehrlich damit um? Sprechen wir ehrlich die Fragen einfach an, die uns da bewegen, oder tun wir sie einfach nur ab? Tu deine Zweifel nicht einfach ab und kehre ihnen nicht den Rücken zu, sondern sei ehrlich mit deinen Zweifeln. Wie reagiert Maria jetzt auf diese Aussage des Engels, was bei den Menschen unmöglich ist, aber bei Gott möglich? Der dritte Punkt, was sie hier tut, sie überlässt es Gott. Maria überlässt es hier Gott. Deshalb überlass es Gott. Dort heißt es mal in Lukas 1,38, da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Und darauf verließ der Engel sie. Maria glaubt dem Wort Gottes hier. Und hier sehen wir den Glauben der Maria. Hätte sie nicht an einen außergewöhnlichen Gott geglaubt, der die Welt geschaffen hat, der das Volk Israel auserwählt hat, um ein besonderes Volk zu sein, der das Volk Israel aus der Gefangenschaft herausgeholt hat, dann hätte sie sicherlich hier nicht geglaubt, dieser Nachricht. Doch sie denkt darüber nach und prüft es, ob das, was Gott hier sagt, wirklich schlüssig ist. Und dabei fragt sie noch nach und stellt am Ende fest, ja, das ist wahr, was der Engel sagt. Und sie glaubt den und überlässt es Gott. Und das macht sie hier, in ihrer Reaktion sichtbar. Und mit dieser Aussage trifft sie im Grunde genommen eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Sie sagt, Gott, mein Leben gehört dir. Du hast die Macht, mit mir zu tun, was du willst. Im Grunde genommen, was sie hier tut, sie übergibt die Kontrolle völlig Gott und ihr Leben völlig Gott ab. Wir haben schon erwähnt, dass Maria circa 14 Jahre alt ist und sie mit Josef verlobt war. Die Verlobungszeit dauerte damals so circa ein Jahr und galt für die Vorbereitung der Ehe. Und die damalige Gesellschaft war auf Ehre und Schande gegründet. Das heißt, da konnten solche Dinge wie jetzt hier mit Maria nicht passieren. Wir leben eher in einer Schuldkultur hier in Deutschland. Das heißt, wir fühlen uns immer schnell schuldig, wenn etwas nicht klappt. Aber damals war es eher eine Ehre und auf Schande gegründete Kultur. Dort durften solche Dinge nicht passieren. Und daher war eine Schwangerschaft, eine voreheliche Schwangerschaft, total unerhört. Es wurde überhaupt nicht akzeptiert. Und es gab für die außenstehenden Menschen daher nur zwei Optionen, Marias Schwangerschaft zu bewerten. Entweder sie und Josef hatten Geschlechtsverkehr vor der Ehe gehabt, oder aber Maria ist untreu geworden. Egal wie, in beiden Fällen hätte Maria sowohl sozial wie auch moralisch gegen die Normen der Gesellschaft und damit auch damals gegen die Gesellschaft verstoßen. Und Josef erging es ja auch nicht anders. Nachdem er erfahren hat, dass Maria schwanger ist, erschien ihm auch der Engel und ermutigte ihn, Maria trotzdem zu heiraten und sagte, heirate Maria, ich habe einen großen Plan mit euch. Und er wusste, dass er nicht der Vater des Kindes ist, doch er nahm diese Aufgabe trotzdem im Glauben an. Beide, sowohl Maria wie auch Josef, gaben sich Gott ganz hin. Und mit dieser Entscheidung gaben sie ihr bisheriges, nach außen so makelloses Leben komplett auf. Sie gaben ihr makelloses Leben schon in jungen Jahren auf.
Und egal, welche Argumente sie damals auch vor den Freunden und Familie aufbringen würden, sie würden sich niemals erklären können. Ihnen hätte sicherlich auch keiner geglaubt. Und später erleben wir, dass Jesus in Nazareth so wenig tun konnte, weil die Menschen nicht glaubten. Man merkt einfach, dass die Menschen gerade in Nazareth ihn da eher abgestoßen haben. Und das, was wir oder das, was Maria und Josef hier getan haben, erleben wir auch heute. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, so werden wir keinen Applaus bekommen, sagte mal ein Bekannter. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, werden wir keinen Applaus bekommen, sondern wir werden eher Abneigung bekommen. Menschen werden sich genauso wie damals Maria und Josef es erlebten, werden sich fragen, was, warum glaubt er? Sie werden einen belächeln. Aber wenn wir, also und damit, genau. Als Gott Maria und Josef rief, also gaben sie ihr Recht auf Selbstbestimmung auch auf. Und wenn Jesus wirklich unsere Lebensmittel sein oder ist, dann geben wir genauso das Recht auf Selbstbestimmung auf. Und das ist hier so bemerkenswert, dass Maria hier ihr Leben in Gottes Hände komplett abgibt. Sie gibt ihr Leben komplett in Gottes Hände ab. Wisst ihr, Gott will nicht nur unser halbes Leben, sondern er will unser ganzes Leben haben. Und wenn wir uns auch für Jesus entscheiden, dann geben wir damit auch unsere Selbstbestimmung auf. Das heißt, wir können nicht mehr nochmal bestimmen und selber meinen, ohne Gott zu fragen, soll ich das tun oder soll ich das tun? In unseren Überlegungen. Wir geben unsere Selbstbestimmung auf, weil es einer ist, der größer ist als wir, der unser Leben dann führen und leiten möchte. Wisst ihr, warum Weihnachten eines der schönsten Feste ist? Weil sich Gott selber uns Menschen geschenkt hat. Wenn ihr an Weihnachten euch gegenseitig schenkt, sagt bitte in der nächsten Woche folgenden Satz, wenn ihr das Geschenk übergibt, und das möchte ich euch wirklich mit als Aufgabe geben. Ich schenke dir das Geschenk in Erinnerung daran, an das größte Geschenk Gottes, Jesus. Ich schenke dir das Geschenk in Erinnerung daran, an das größte Geschenk, Jesus. Und macht die Geschenkezeit in eurer Familie zu einem Lobpreis für Jesus, weil er es ist wert. Wie sieht dein Leben aus? Hast du dein Leben komplett Jesus abgegeben? Hast du ihm einfach dein Leben oder hältst du an irgendwelchen Dingen fest? Gehört alles, was du hast, was du besitzt, auch Gott? Und ihr Lieben, ich habe letzte Woche mich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und ich musste feststellen, dass wieder einige Bereiche in meinem Leben eine höhere Priorität gewonnen haben als Gott. Und da dürfen wir, wenn das so ist, dann dürfen wir zu Gott kommen. Und nach 1. Johannes 1, Vers 9, so ist er treu und gerecht. Wir haben es letzte Woche gehört, was das dieser Vers bedeutet. So ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und wenn Jesus nicht die höchste Priorität deines Lebens ist, so darfst du ihn zu deiner höchsten Priorität heute machen. Jetzt. Mach das. Gib dich Gott ganz hin, überlass es einfach, überlass dein Leben immer wieder neu Gott. Wir finden noch eine letzte Aktion von Maria. Nachdem sie ehrlich gefragt und offen ihre Zweifel geäußert hat und sich dann Gott komplett ausgeliefert hat, tut sie noch eine Aktion, und das ist mein vierter Punkt. Und zwar, sie sucht die Gemeinschaft. Maria sucht die Gemeinschaft, und auch du, wenn du diese Phase durchlebst, suche die Gemeinschaft. Der vierte Punkt. So heißt es in 1,39, Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda. Der Engel gab Maria noch einen Hinweis, dass Elisabeth im hohen Alter schwanger geworden ist. Auch das war ein Ding der Unmöglichkeit, doch Gott hat es möglich gemacht, in diesem hohen Alter noch ein Kind zu bekommen. Und daraufhin machte sich Maria auf und besuchte Elisabeth.
denke, Gott wusste ganz genau, was er von Maria und Elisabeth verlangt. Beide haben sie sich hingegeben. Und beide haben die Gemeinschaft untereinander nötig gehabt in dieser so schweren Phase. Und als Maria Elisabeth sieht und Elisabeth auch voll lauter Freude, Maria als die Mutter, preist Elisabeth Maria als die Mutter meines Herrn und beginnt das Loblied, was wir vorhin vor der Predigt auch gesungen haben. Wir sehen hier, dass in dieser Lebensphase, wenn wir solche Schockreaktionen erleben, die Gemeinschaft der Kinder Gottes unheimlich wichtig ist. Und wir haben als Kinder Gottes, wenn du ein Kind Gottes bist, ist ein hohes Gut. Aber nicht nur Kinder, auch wenn du allgemein, die Gemeinschaft ist ein hohes Gut, das wir Menschen auch haben. Und gerade insbesondere als Kinder Gottes dürfen wir dann zusammenkommen und gemeinsam füreinander beten, füreinander da sein, gemeinsam sich austauschen, Mut zu sprechen. Und wisst ihr, Gott selber ist ein Gott der Gemeinschaft und das ist so gewaltig für mich immer wieder. Warum ist er in der Dreieinigkeit? Warum lebt er in der Dreieinigkeit? Weil er ein Gott der Gemeinschaft ist. Und deshalb stiftet er auch eine Gemeinde, die aus einer Gemeinschaft besteht. Und ihr Lieben, wenn ihr solche Phasen durchlebt, zieht euch nicht zurück. Zieht euch nicht zurück, sondern geht in die Gemeinschaft mit den Kindern Gottes. Betet, sucht die Gemeinschaft. Eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel der Hauskreis. In einer kleinen Runde, in einer begrenzten Runde zu sehen, um miteinander auszutauschen. Wenn du in keinem Hauskreis bist, so lade ich dich ein, komm zu auf uns zu, auf den Gerd, auf mich. Und wir helfen dir, einen Hauskreis zu finden, der zu dir passt. Aber such die Gemeinschaft in deinem Glaubensleben. Insbesondere dann, wenn du solche Phasen durchlebst. Wenn wir uns nochmal diese Kurve, die wir vorhin am Eingang gesehen haben, uns mal anschauen, so können wir auch Marias Reaktion im Grunde genommen in diese Kurve hineinnehmen. Also ihr seht diese Kurve jetzt hier und hier mal die Reaktion von Maria. Wir sehen hier erstmal diesen Schockmoment. Maria erschrickt. Ja. Dann aber fängt sie an, darüber nachzudenken. Sie fragt sich ganz ehrlich, was es sein soll. Sie denkt nach, dann fragt sie nach. Und das ist so dieses Tal. Sie erwägt es noch einmal. Sie stellt ihre Zweifel offen Gott. Und dann überlässt sie es Gott, vertraut ihm. Und dann sucht sie die Gemeinschaft. Und nichts anderes erlebt Maria, wie wir alle das sicherlich erlebt haben. Doch wisst ihr, wenn ich hier Schluss machen würde, so könnten wir vielleicht uns Maria als Vorbild nehmen. Aber es gibt noch ein viel, viel größeres Vorbild. Es gab einen Knall, einen Sündenfall. Und Philippa schreibt darüber, über unseren Herrn Jesus Christus. Dort heißt es, er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt es nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Es gab einen Knall, einen Sündenfall in unserem Leben bei den Menschen und Jesus war bei Gott. Und im Grunde genommen hat er genau das Gleiche hier erlebt. Und was tut er dann? Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem dem Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über alle Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus ist der Herr. Und das geschieht hier zur Ehre Gottes, des Vaters. Wie kannst du dich am besten auf unvorhergesehene Dinge vorbereiten? Indem du sicherlich ein Vorbild dir an Maria nimmst. Aber weißt du, viel, viel schöner ist es, diesen Herrn dich anzuschauen.
diesen Herrn anzuschauen, in diesen Momenten, wo dich irgendetwas widerfährt, eine Situation, die du nicht vorher gesehen hast, aber du darfst diesen Herrn anschauen, weil dieser Herr was getan hat. Er hat genau dasselbe getan. Er hat es durchlebt, für dich und für mich. Und er ist unser Herr und wir dürfen ihm vertrauen. Deshalb, wenn du mal in so eine Situation kommst, dann darfst du wirklich erstmal nachdenken. Denke Gott, denke nach, erwäge es, besprich es mit Gott. Stell deine offenen Fragen Gott, weil er kann dich so gut verstehen. Und dann überlass es Gott. Glaube ihm, dass er denselben Weg selber gegangen ist, diesen unteren Weg gegangen ist, der Emotionen. Aber vertraue ihm, dass er auch aus diesen Dingen Gutes tun kann. Und dann suche die Gemeinschaft. Und bald wird uns der Herr zu sich nehmen in diese Gemeinschaft, wo wir mit ihm zusammen sein werden. Und darauf freue ich mich. Und ich hoffe, du auch. Und wenn du dich heute noch darüber nicht freuen kannst, dass Jesus dein Herr ist, dann darfst du heute die Einladung